Hallo und herzlich willkommen zu Kossendeis Videothek. Heute einmal aus gegebenem Anlass. Wer wie ich Anfang der Woche Fernsehen geguckt hat, Markt auf N3 oder Punkt 12 auf RTL, der wird verstehen, wie entsetzt ich bin. Da werden Patienten schamlos ausgenutzt, da werden ihre Erkrankungen genommen, ihre Ängste werden benutzt, nur damit der Apotheker sich seine Taschen füllen kann. Da habe ich gedacht, es muss doch vielleicht möglich sein, an diesem Thema dran zu bleiben und einen weiteren Insider zu finden für meine Videothek, der uns noch mehr brisantes Material liefern kann. Und es ist mir tatsächlich gelungen. Ich habe jemanden gefunden, der bereit ist, vor meiner Kamera zu sprechen, allerdings natürlich unkenntlich. Und deswegen habe ich ihm den Wunsch erfüllt und habe Gesicht und Stimme verfremdet, damit dieser Insider uns erzählt, wie es wirklich in der Apotheke ist. Ja, guten Tag. Angesichts der neuesten Erkenntnisse, die es jetzt im Fernsehen gab, habe ich beschlossen, ich kann nicht länger schweigen. Auch ich bin jahrelang studentischer Aushilfe gewesen in einer Apotheke. Und also es erschütternde Zustände da. Ich habe mal mitgekriegt, wie die Chefin, also die hat 120 Schwangerschaftstests gekauft und hat ein Grillbesteck dazu bekommen. Und es ist ganz schlimm, wie die Patienten gequält werden in der Apotheke. Immer wieder werden diese vielen Fragen gestellt. Sie müssen sich auseinandersetzen mit ihren Krankheiten und sollen immer alles beantworten, was sie sonst für Krankheiten haben und was sie für Allergien. Und ja, das können die meisten Kunden gar nicht. Da wird schon auch mit der Angst der Patienten gespielt und das wird ausgenutzt. Und auch so bestimmte Firmen hat man immer wieder gehört. Ja, das habe ich hinten ganz genau mitgekriegt. Ja, ganz genau. Nach dieser packenden Beichte von unserem Insider-Panda versteht ihr sicherlich, warum ich so entsetzt bin. Ich bin entsetzt über die Dummheit Deutschlands. Lieber NDR, 10 von 21.000 Apotheken sind repräsentativ. Und ganz ehrlich, wir wissen doch alle, ich kann Szenen immer so zusammenschneiden, dass bei einem Test alles rauskommt, was ich mir vorher überlegt habe. Und nur als Tipp, wenn ihr wieder angebliche Experten vor die Kamera zerrt, achtet mal draus, außer irgend paar hübscher Titel, die die haben, wäre es ganz schön, wenn die zumindest auch mal so physikalisches Grundverständnis hätten, bevor sie irgendwelche Tipps in die Welt geben, die gar nicht funktionieren. Denn, lieber Professor Dr. Roland Seifert, Kochsalz kann man mit Wasserdampf nicht vernebeln. Das ist physikalisch gar nicht möglich. Dass natürlich RTL und Bild auf diesen Zug aufspringen, also ganz ehrlich, das wundert mich überhaupt nicht, zumal wenn man sich mal anguckt, welche Zielgruppe RTL und Bild denn haben. Da macht es sich immer gut, einfach per se einen ganzen Berufsstand zu verunglimpfen. Was ich aber viel bedenklicher finde, ist, wenn eine solche Sendung wie Punkt 12 folgenden Tipp gibt, wenn man sich eine Erkältung eingefangen hat. Nein, nicht zum bösen Apotheker gehen, weil der zockt einen ja nur ab, sondern bleiben Sie einfach zu Hause. Nee, ist klar, ich habe einen Kratzen im Hals, da bleibe ich einfach zu Hause. Schule, Arbeit, wer braucht denn sowas? Machen Sie sich's muckelig auf dem Sofa, schön Punkt 12 gucken, nicht vergessen. Und wenn es ein bisschen intellektueller sein darf, dann schauen Sie abends mal bei NDR 3 vorbei. In diesem Sinne immer schön gesund bleiben und bis bald.